Sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich. Ich bin ja stolz. Stolz. Ich warte ja nur drauf, dass einer noch Schnittchen aus dem Kofferraum holt und so ein paar Häppchen holt. Hier besucht Robert Habeck Roswitha und Robert Habeck hat ein Geschenk für Roswitha dabei. Er bringt ihr 24.000 Euro Steuergeld vorbei für ihre 40.000 Euro teure Wärmepumpe in ihrem eigenen Zweifamilienhaus, damit die Erben, die Enkel hinterher ein CO2-neutrales Haus erben können. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Robert Habeck ist aktuell auf Sommertour und er versucht zu reparieren, was aktuell nicht mehr zu reparieren ist. Die Wärmepumpe, sie ist quasi tot aktuell. Ihr wisst, ich habe ein Haus mit einer Wärmepumpe und meine Förderung von Robert Habeck steht noch aus. Jetzt bin ich jemand, der von dieser Förderung auch profitiert und dennoch bin ich gleichzeitig scharfer Kritiker eben dieser Förderung. Mir wäre es lieber, es würde sie nicht geben und ja, ich hätte dann auch die ein oder andere Investition vermutlich erst später getätigt. Allerdings, wenn das Geld von Robert auf die Straße geschmissen wird, dann muss man sich halt leider bücken und muss es dann auch aufheben. Deswegen gibt es dann hier Post vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Es geht hier nämlich um meine Förderung und ich bekomme hier nicht mein Geld. Nein, ich bekomme, ist kein Spaß jetzt, ja, ich bekomme einen Anhörungsbogen geschickt, weil man in der rechtlichen Prüfung da ein kleines Problem bei meinem Antrag gefunden hat. Aber wir gehen der Reihe nach durch. Robert Habeck ist hier ernsthaft unterwegs in Laatzen in Niedersachsen in der Nähe von Hannover. Er hat am Dienstagmorgen, also heute am 13. August, dort Roswitha Mende besucht und ich habe noch nicht finden können, dass sie ein Mitglied der Grünen Partei ist. Es ist wohl hier wirklich jemand ohne grünes Parteibuch, allerdings ein Mustertyp von Mensch, wie sie sagen, klimabewusst, veränderungswillig und investitionsbereit. Und da muss man sagen, natürlich hat sie einen Eigenanteil von 16.000 Euro geleistet und sich auch noch eine Solaranlage für knappe 22.000 Euro geleistet. Es geht ihr also finanziell relativ gut. Worum geht es dann bei meiner Förderung? Es geht hier bei meiner Förderung darum, um dreifach verglaste Fenster. Dafür gibt es oder gab es 20% Förderung. Jetzt haben sie allerdings herausgefunden, dass ich die Fenster ja selbst eingebaut habe, weil ich ja auch gelernter Handwerker bin. Und für selbst eingebaute Fenster gab es zum Zeitpunkt meiner Antragstellung noch keine Fördergelder, hat mir mein Energieberater natürlich anders erzählt. Und erst nachdem meine Fenster eingebaut waren, ein Jahr später, haben sie jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass man auch den Eigeneinbau fördern lassen kann. Sie wollen hier von mir eine Anhörung und wollen dann am Ende von mir Unterlagen, die ich Ihnen nicht besorgen kann, die Bestätigung zur Eigenleistung durch einen Fachunternehmer. Das kriege ich nicht, also kriege ich auch hier die Förderung nicht. Auf der einen Seite schade, ich hätte das Geld jetzt gerne genommen. Was waren das? 4.000 Euro, nicht so viel. Ich habe auch noch einen Förderantrag für meine Wärmepumpe, ob Sie den am Ende dann anstandslos bezahlen oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber kommen wir zum Problem dieser Fördergelder. Ja, ich habe versucht, die Fördergelder abzugreifen, denn sie stehen einem ja zu. Dennoch muss man mal sagen, wer es schon sich leisten konnte, in Immobilien zu investieren, den jetzt noch zu fördern mit extra Geld, halte ich für fragwürdig. Diejenigen, die in Immobilien investieren, zahlen häufig auch Steuern. Man sollte das vermutlich über das Steuersystem besser regeln. Es ist jetzt so, diese Frau hier bekommt 24.000 Euro Förderung vom Staat dafür, dass sie nur 16.000 Euro in Anlagentechnik investiert. Unabhängig davon, ob man eine Wärmepumpe möchte oder nicht, haben wir ja Kosten, die regelmäßig anfallen für die Erneuerung der Heizungstechnik in einem Gebäude. Ja, es gibt Heizungen, die halten auch 50 Jahre. Dennoch ist es spätestens nach 30 Jahren Betriebszeit so, dass die Heizung reparaturanfällig wird und man sie meistens, wenn man sie ersetzt, dann am Ende auch wirtschaftliche Kostenvorteile hat. Es gibt viele Ölheizungen in diesem Land, die sind seit 50 Jahren in Betrieb. Da würden neue Ölheizungen auch vor allem eine Verbrauchsreduktion bringen. Das wollte Robert Habeck nicht. Er hat es einfach verboten. Das Problem ist jetzt hier vor allem, die Roswitha Mende ist 75 Jahre alt und hat jetzt ein Haus, was offensichtlich frei von Schulden sein muss. Hier steht nichts von der Grundschuld und investiert 16.000 Euro in ihre Heizung, was sie sowieso regelmäßig tun muss. Wenn wir mal überlegen, was so ein neuer Ölkessel mit Einbau ist, man mindestens bei 12.000 Euro je nach Region.
Ich weiß gar nicht, mit was sie vorher geheizt hat. Und jetzt bekommt sie allerdings Förderung vom Staat. Denn ohne Förderung, sagt sie, hätte sie diese Investition nicht getätigt. Ich hätte meine Dreifachfenster auf jeden Fall eingebaut, auch ohne Förderung von Herrn Habeck. Ob ich die Wärmepumpe, die ich habe, so schnell eingebaut hätte oder einfach länger die Ölheizung betrieben hätte, vermutlich hätte ich die Heizung etwas länger in Betrieb gehalten. Allerdings hat sie jetzt hier auch noch Enkel, diese gute Frau, das heißt, sie hat Kinder. Und jetzt ist es so, sie bekommt 24.000 Euro Förderung von allen Steuerzahlern, das heißt auch von allen, die kein Eigentum besitzen, damit diese Frau ihr Haus, was schon bezahlt ist, jetzt auf einmal klimaneutral heizen kann. Was damit einhergeht, was sie alle immer wieder verschweigen, was jetzt aber neueste Zahlen belegen ist, ein Haus, was auf Wärmepumpe umgerüstet ist, bringt ungefähr ein Drittel mehr Verkaufserlös. Das heißt, man hat hier mit 24.000 Euro Förderung und ihren 16.000 Euro eigenem Geld eine Wertsteigerung von weit über 100.000 Euro bekommen. Hier in Laatzen, Zweifamilienhaus, könnt ihr ja mal gucken, was die kosten. Das heißt, der Staat geht hin und verteilt Geld, was am Ende zu einer Wertsteigerung von einem Objekt führt, wovon der Staat am Ende dann nichts hat. Ob die dann Erbschaftssteuer bezahlen oder nicht, ist eine ganz andere Diskussion auch mit dieser Steuer. Allerdings gibt es überhaupt keinen rationalen Grund, warum man Roswitha Mende hier 24.000 Euro geben sollte, damit sie das macht. Sie hat ja eine Immobilie und die kann sie ja beleihen. Denn was ist denn der Regelfall, wenn Oma Erna in ihrem kleinen Haus ihre Ölheizung kaputt geht und sie kein Geld für eine neue hat? Sie geht zur Sparkasse und versucht dann eine Hypothek auf das Haus zu bekommen. Solange da die Schulden abbezahlt sind oder weit runtergetilgt sind, kriegt dann auch Oma Erna 10.000 Euro von der Sparkasse, um sich eine neue Heizung zu kaufen. Das, was jeder Immobilieneigentümer machen muss, Eigentum verpflichtet, wenn es kaputt ist, muss man danach schauen. Ich weiß, es gibt viele, die haben zu knapp kalkuliert, denen laufen die Kosten jetzt aus dem Ruder, vor allem, wenn man für alles einen Handwerker braucht. Aber jetzt hier völlig wahnwitzige Preise für Wärmepumpen zu bezahlen, 40.000 Euro, das ist die Komplettrechnung. Ja, ich habe Angebote gesehen für mein Haus, das war auch teuer, 26.000 Euro. Von einem gelernten Heizungsbauer mit so einer Hybridheizung, da habe ich auch gesagt, das ist völliger Wahnsinn. Ich habe am Ende eine ganz normale Klimaanlage eingebaut von einem Hersteller aus Japan, der das schon seit über 100 Jahren macht und auch zum Beispiel die Klimaanlagen für die japanische Eisenbahn baut. Darauf habe ich Vertrauen, denn die japanische Eisenbahn ist für ihren guten Ruf weltweit bekannt. Jetzt ist es hier im Artikel so, also was habe ich bezahlt? Alles in allem, ich glaube keine 15, ja. Neue Ölheizung hätte mich auch mindestens 17 gekostet, weil der Tank hinüber gewesen wäre, beziehungsweise bei der nächsten Prüfung dann wahrscheinlich beanstandet worden wäre. Wie zufrieden ich damit bin, kann ich mal nach 5 Jahren sagen. Es ist eine andere Art des Heizens. Allerdings, Sie haben kein Geld im Haushalt und schmeißen Milliarden an dieser Fördergelder raus. Wenn Sie sich mein Geld hier sparen können, hat Herr Lindner auch wieder was im Haushalt zum Verplanen. Dabei muss man mal lachen. Ich habe es euch eben gesagt, ich habe eine Wärmepumpe aus Fernost eingebaut. Die wurde allerdings in Tschechien produziert. Inzwischen gibt es auch eine Produktionslinie in Deutschland. Und Stiebel Eltron, einer der bekannten Hersteller für Heizungen in diesem Land, er ist jetzt schon seit Monaten auf Kurzarbeit, weil niemand seine Wärmepumpen haben möchte. Und jetzt steht ein Stellenabbau an. Es ist hier wieder die Folge von kopfloser Politik. Diese Hauruck-Manöver, dieses Herumreißen vorhandener Strukturen, das funktioniert so nicht. Und Herr Habeck hat gesagt, es war nur ein Test. Und dieser Test geht jetzt ziemlich nach hinten los. Denn sie hätten hier viel mehr erreicht, wenn man einfach Stück für Stück das Ganze versucht hätte umzustellen. Es gibt an vielen Gegebenheiten die Möglichkeit, mit einer Wärmepumpe zu heizen. Aber da kommt schon wieder das Problem mit den unkalkulierbaren Strompreisen dazu. Deswegen, es ist hier wirklich eine schwierige Debatte. Allerdings bin ich eigentlich gegen diese Zuschüsse. Solange man sie bezahlt, werde ich sie versuchen einzuverleiben. Allerdings gehört das in Gänze gestrichen und dann mal über die wahren Kosten für Immobilieneigentümer Bilanz gezogen. Sowas wie die Grundsteuer gehört auch abgeschafft. Und dann müsste man mal ehrlich diskutieren, wenn man heute neuen Wohnraum schafft, vorhandenen Wohnraum renoviert, saniert, wie auch immer. Alles, was damit verbunden ist, läuft unter 19% Mehrwertsteuer.
Wenn der Staat hier wirklich was machen will und Wohnen ist ein Grundbedürfnis, da sind wir uns ja alle einig, dann könnte man den reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7% einfach darauf anwenden und hätte sofort 12% weniger Preisdruck. Das ist ein unkonventioneller Vorschlag, aber weil die Leute immer sagen, was ist denn die Lösung? Das ist was, das ist eine einfache Änderung des Steuergesetzes, wäre zum 01.01.2025 machbar. Und dann wären halt auch die ganzen Handwerksdienstleister, also alles, was am Ende darunter fällt, was Wohnraum schafft, dann mit geringerer Mehrwertsteuer, weil wir ja alle dieses Grundbedürfnis auch befriedigen müssen. Denn die Butter, die wir kaufen und das Brot, das wir kaufen, das ist auch reduziert aus genau diesem Grund. In der Wohnung, in der wir leben, zahlen wir 19% Mehrwertsteuer auf das gesamte erschaffene Gebäude. Nicht auf das Grundstück, wo kämen wir dahin? Da zahlen wir ja schon Grunderwerbsteuer. Aber was singe ich hier das Lied? Ihr kennt es. Allerdings phänomenal, dass hier Robert Habeck jetzt in der Sommerpause auch noch meint, einzelne Personen zu besuchen. Wenn ich mir angucke, die ganzen Kamerateams von der GEZ und so weiter, die gepanzerte Limousine, die Leute vom BKA, wir kommen vermutlich am Ende auf mehr Kosten, als Förderung ausgezahlt wurde. Wenn man sich den ganzen Troster anguckt, ich warte ja nur darauf, dass einer noch Schnittchen aus dem Kofferraum holt und so ein paar Häppchen holt und dann gibt es ja noch so einen kleinen Stehempfang und Habeck benimmt sich da wie ein kleines Kind und sagt, oh, ich habe immer gehört, die Wärmepumpen sind laut. Da frage ich mich, ja, du bist Minister, der uns die Dinge alle in den Keller installieren wollte oder aufs Grundstück und weißt jetzt seit 3 Jahren, wo du Minister bist, nicht, dass die Dinge eigentlich nicht so laut sind. Also völliger Wahnsinn kann man da sagen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal X und Telegram, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Du kannst den Kanal auch unterstützen, du kannst Mitglied werden oder wenn du bei Amazon sowieso bestellst, bestelle einfach über einen meiner Affiliate-Links unter dem Video. Du zahlst den gleichen Preis bei Amazon, ich bekomme eine kleine Provision und kann damit weiter Videos machen, die YouTube hier eingeschränkt monetarisiert, so wie die beiden von heute früh am Tage. Könnt ihr euch ja mal überlegen, was denn daran wieder falsch gewesen sein soll. Damit sage ich ciao, bis bald.